28. April 2012. Der 18-jährige Damien Remy, ein erfolgreicher IDM-Fahrer und Gewinner des ersten Rennens der Saison in Assen, trainiert in Lies auf einer Supermoto für seine Karriere. Doch was ist eine Supermoto? Ja, aber einerseits ist es halt schon ursprünglich ein Cross-Tuff und halt ganz eben grosses Fahrwerk und alles. Und dann die Schaltung ist umgekehrt gegenüber dem Strassentuff. Also geht einfach zum Umgekehrten, ja. Und von dem her, am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber jetzt mit der Zeit ist es einfach aus dem Bauch raus und machen es einfach, ja. Ja, einerseits ist es sicher gut, ein bisschen zum Rutschen, ein bisschen das Gefühl zu bekommen für das Ganze. Und natürlich in Sommerpause, wenn du keine Rennen hast, gleich auf dem Tuff schocken. Vor allem, ich denke, wichtig ist, wenn du in Situationen auf dem Strassentuff, wenn du rutschst, und hier rutschst du natürlich viel mehr, dann klopfst du viel weniger. Von dem her, einfach, dass du das Gefühl bekommst, von dem her kannst du trainieren. Deshalb trainiert Damien zusammen mit Vater Thomas oft und gerne mit der Supermoto. Die Kartbahn in Lies, einer der wenigen Trainingsorte in der Schweiz. Hier in den engen Kurven kommt es ganz besonders auf Agilität, Bremstechnik und Fahrkönnen an. Es ist eigentlich sicher ein Jahr, wo wir sehr gut vorbereitet sind. Wir waren sehr früh mit dem Team in Kontakt. Wir haben viele Sachen können regeln im Vorfeld, die wir eigentlich nie so früh gegeben haben. Was natürlich das Jahr, wir sind ein bisschen mit Trainingsrückstand in der Nähe. Also unser Team hat eigentlich ein bisschen mehr erwartet von den ersten Leistungen her. Eigentlich selber auch. Da wir ein bisschen einen Rückstand gehabt gegenüber den letzten Jahr mit dem Zweitakter, wir mussten viele mit dem Viertakter umpolen letztes Jahr. Und das sind Sachen, die ein geblieben sind, die nicht so schnell zurückgekommen sind. Und wir haben gemerkt, in den letzten Rennen, wo es sich langsam aufbauen ist, das braucht sicher ein bisschen Zeit noch. Aber ich glaube, es gibt eigentlich ein gutes Jahr. Also ich sage, vom Team her, vom Material her, sind wir sehr gut dabei dieses Jahr. Man sieht schon, dass man so ein bisschen Viertaktverhalten halt da ist. Eben halt vor dem längsamsten Punkt schon ans Gas wieder. Das ist eben halt wirklich viertaktmässig und das muss ich halt schon versuchen zu ändern, aber ich denke, im nächsten Rennen wird das sicher schon besser gehen. Es hängt noch ein bisschen darauf ab, was wir eine holländische Meisterschaft fahren dieses Jahr. Vom IDM-Kalender her haben wir schon noch ein bisschen Spielraum, also wir sind nicht das ganze Jahr ausgebucht. Wie gesagt, wir sind relativ nah hier, also wir sind ja auch Samstag auf Leihsachen gekommen. Oder auch Olivier im französischen Jura, wo wir sehr viel sind. Das ist auch eine Trainingsmöglichkeit, die man häufig gehen kann. Und es ist auch ich sage, von den Kosten her ist ein bisschen übersichtlicher. Es kostet nicht viel. Also ich wirklich dort häufig trainieren mit einem kleinen Aufwand. Und ich sage, es ist nicht nur zu fahren eigentlich auf der Rennstrecke mit dem 125, man muss trainieren, sondern einfach möglichst viele Fahrroutinen bekommen. Also der Haufen mit dem Gleichgewicht zu tun. Umso mehr man fährt, umso mehr man im Blut hat, aus dem Bauch kann fahren. Dem sage ich, möglichst viel fahren. Aber nicht zu viel, sondern dass der Spass noch da ist. Nicht, dass es ein Druck wird für den Fahrer, dass er jetzt muss trainieren. Aber ich sage, wir müssen lieber das Wochenende zwei neu machen, dass er dann mit der ganzen Motivation nachher ins nächste Rennen geht oder das nächste Training. Das ist sehr wichtig. Fahrspaß und Motivation. Die Stärken von Damien. Genießen wir seinen Fahrstil.